Hallo, guten Abend. Heute starten wir ganz spontan. Und zwar liegt unser Motto heute bei halbe halbe. Das heißt, ich werde euch eine halbe Seite BB Cream und eine halbe Seite Foundation zeigen. Und als erstes teile ich natürlich mein Video. Ganz klar. Hoffe, dass ich es schon sehen kann hier auf der Seite. Den Vorgang kennt ihr ja schon von mir. So, und ich werde heute auch mit verschiedenen Produkten auf der Seite arbeiten. Wie gesagt, nicht nur die Foundation oder die BB Cream. Ihr lernt auch den Concealer kennen. Ihr lernt zwei verschiedene Highlighter kennen. Und wir schauen einfach mal, was wir uns dann auch auf die Augen zaubern werden, so dass ihr die Unterschiede der einzelnen Produkte feststellen könnt. So, jetzt schaue ich nach meinem Video. Wo ist es? Da ist es schon sehr gut. Dann teile ich das schnell mit euch. Ich habe mir eigentlich eine Maus daneben dran gelegt, dass das vielleicht ein bisschen schneller geht. Mal gucken, ob das funktioniert. So, ich muss erstmal meine Paletten hier stapeln. Und wir werden heute auch, ich zeige euch heute auch die dunkle und die helle Farbe mal von der Augenbrauenpalette. Das zeige ich euch dann auch. Von daher würde ich sagen, wir starten jetzt gleich. Muss nur noch Alexa, stopp! Warum auch immer Alexa jetzt eine tägliche Zusammenfassung machen will, auch nicht schlecht. So, ich muss mir erstmal hier wieder mein Band anziehen. Und dann können wir auch gleich starten. So. Ich fange an. Ich muss erstmal Ärmel hochkrempeln. So. Ich fange an mit der einen Seite. Und zwar trage ich mir da erstmal die BB Cream auf. Meine Farbe ist die Biscuit. Jetzt muss ich gucken, dass ich nur eine halbe Nase mache. So. Jetzt machen wir die andere Seite mit der BB Cream, mit der Foundation. Die Farbe ist die Taffetta. Da brauche ich jetzt nur drei, normalerweise fünf fürs ganze Gesicht. Jetzt nehme ich nur drei, trage die mir hier so auf. Muss auch wieder gucken, dass ich nur eine halbe Seite mache. So, und dann habe ich hier eine Tür, die sich ganz langsam öffnet. Sören, bist du es? Ich sehe es nicht vom Gegenlicht her. Was willst du noch? Ja, Sören, das dauert aber noch einen Moment, dass ich hochkommen kann. Bitte fang jetzt schon mal an zu schlafen. Ich gucke nachher nach dir, okay? So. Und ihr seht schon, welche Deckkraft hier die Foundation hat und welche geringere Deckkraft die BB-Seite hat. So. Jetzt arbeiten wir einmal, jetzt muss ich nur gucken, wo ich diesen kleinen Concealer hin habe. Ach, der steht vor mir. Wir arbeiten mit der Seite mit dem Concealer und auf der anderen Seite machen wir das mit BB Cream. Ich muss nur mein Pinselchen wiederfinden. Lieber kleiner Pinsel, den brauchen wir nachher auch, da ist er. So. Den Concealer gebe ich mir auf den Handrücken. Ihr braucht da nicht viel von.
Es reicht völlig aus. Ich für meinen Geschmack mische im Moment BB-Cream und Concealer und verarbeite den immer. Aber jetzt zeige ich euch, was der kann. Nur so. Das ist witzig, die ganze Zeit hat die Kontaktlinse gehalten hier. Ups. Jetzt fängt sie schon wieder an, Mucken zu machen. Mach hier meine Hälfte vom Kinn. Die highlighte ich. Oh ja, ist fast die ganze Hälfte geworden. So, und gehe hier auf die Hälfte. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich habe eine sehr trockene Haut. Von daher wird das immer ganz gerne aufgesogen von meiner Haut. So, jetzt muss ich mal kurz hier in der Hoffnung, dass sie zurückkommt. Kleine frische Kontaktlinse. So. So, jetzt muss ich mal kurz. Das ist nicht besser geworden. Hallo Katja, guten Abend. Ich kämpfe schon wieder mit meiner Kontaktlinse. So. Jetzt machen wir die andere Seite und highlighten die. Da gebe ich mir auch die hellere BB-Cream, die Farbe Cream. Ich habe wieder viel zu viel genommen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir nur die Hälfte machen. So. Katja hat so ein schönes Wochenende gehabt. Und ihr seht ja, dass diese Feuchtigkeit hier relativ schnell oder die feuchte Creme hier so schnell verschwindet und einzieht. Jetzt machen wir noch das Kinn hier unten noch so ein bisschen. So. Jetzt werde ich mir mit der ganz dunklen, mit der Chestnut, auch noch eine Kontur auf der BB-Seitencreme setzen. Ich wandere heute immer so ein bisschen aus dem Bild. Und auf der anderen Seite werden wir das mit dem Bronzer machen. So. So, jetzt muss ich kurz die Sachen hier auswischen, sauber machen. Meinen Handrücken abwischen. So, jetzt habe ich die Haare hier drin hängen, ungünstig. Das stelle ich zurück. Jetzt nehmen wir einen Beauty Blender, befeuchten den mit Rosenwasser
werden jetzt erstmal hier die hellen Stellen verblenden. So. Saugt es auch irgendwie auf, total. Das mache ich hier drüben auch. So, und dann gehe ich ins Dunkle und verblende mir die dunkle Seite. Wenn ihr mit eurem Braun da zu hoch gegangen seid, ich habe ja hier noch die helle Seite, dann könnt ihr da noch mal nacharbeiten. Schaut mal, sieht es ein bisschen besser aus und geht da noch mal so hinein. Ihr könnt auch gerne ein bisschen mit in den Haaransatz reingehen, weil hier ist man ja auch noch braun oder hell. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ich denke, das sieht ganz gut aus. So. Ach so, hier die Nase, die habe ich natürlich noch vergessen. So. So, das Ganze mache ich natürlich auch, versprochen, mit unserem Bronzer auf der anderen Seite. Schaut mal, da seht ihr fast keinen Unterschied, ne? Ob das jetzt mit der BB-Cream oder mit dem Bronzer gemacht worden ist. So, hier ist die Kontur etwas stärker, aber das verblenden wir jetzt ein bisschen nach oben heraus. So. Dann kommt unser berühmter Nasenstrich. Machen wir jetzt nur wieder wie immer mit der dunklen Seite. Drücken den Pinsel ein bisschen auseinander und setzen uns hier die Kontur hin. So. Ich verblende ich noch ein bisschen. So. Und ihr könnt ja sehen, das ist auch ein bisschen heller als diese Farbe. Ne? So. Ihr könnt euch auch noch die Unterstriche hier hinziehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das können wir mit dem Bronzer auch noch mal machen, damit ihr wirklich seht, was hier so passiert für das Doppelkinn, um das ein bisschen auszublenden. So, das haben wir jetzt hier nicht gemacht, ne? Und da haben wir es gemacht. So, jetzt machen wir die Augen. Und zwar machen wir Augenbrauenpalette. Ich habe sie ja schon vor mir liegen. Und da habe ich euch ja versprochen, ich zeige euch heute mal die helle und die dunkle Farbe. Wir werden die helle hier benutzen, damit es nicht so ein arger Kontrast ist. Und die dunkle hier. Das seht ihr schon,
den Unterschied, die gemachte Seite mit dem hellen und die noch nicht bearbeitete Stelle. Und hier gehen wir wirklich jetzt ins Dunkle hinein. Da sieht man auch schon ganz deutlich den Strich, ne? Wie gesagt, mir ist es ein bisschen zu dunkel. Und füllen dann das Ganze hier auf mit dem Rest, der auch noch auf dem Pinsel ist. So, das kämmen wir natürlich auch wieder aus, um die Kontur einfach gleichmäßiger aussehen zu lassen und nicht so kantig. So, schaut, jetzt habe ich eine helle und eine dunkle Augenbrauen. So, dann zeige ich euch noch, wir haben ja hier zwei Konturen, die man sich auch setzen kann. Ich gehe jetzt mit dem Finger in die Palette und setze mir die helle Kontur hier oben hin. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite. Ja, ich habe es zu gut gemeint. Schaut mal. Das kommt davon, wenn man keine Pinsel benutzt, ne? So, jetzt suche ich gerade lauter ein Tuch. Das waren jetzt zwei Tücher. Nee, doch, ja. Muss ich mir erstmal den Finger sauber machen. Jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig mit dem Reinigungstuch darüber. Und hole ein bisschen Produkt da raus. So. Seht ihr, wenn man es nicht so dolle macht, dann haben wir jetzt hier zwei verschiedene Highlighter sitzen. Ihr könntet auch theoretisch noch mit dem Rosa später da drüber gehen, das geht auch. Dann sieht das ein ganz, ja, etwas natürlicher aus. Jetzt, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, Highlighter hier. Jetzt arbeiten wir mit zwei verschiedenen Highlightern, wenn ich den zweiten denn auch wieder auf meinem Tisch finde. Ich glaube, das noch mit meiner Tasche. Ich wollte euch nämlich, ich hole wieder alles hervor, nur nicht das, was ich brauche. Moment, ich muss mal. Ja, da ist er. So, wir arbeiten mit dem weißen Highlighter jetzt hier. Und mit dem Goldton arbeiten wir hier, ne, mit den zwei verschiedenen. Dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Goldton an. Dann setzen wir uns hier auf die Wangenknochen und die Hälfte von der Nase. So. Das verreiben wir auch wieder mit dem Finger. Ihr könnt auch mit diesen zwei Highlightern hier unten drunter arbeiten, das geht auch. Und dann arbeiten wir hier mit dem Weißen. Gehen hier als erstes auf die Seite der Nase und ihr seht schon, Gold und Weiß ist ein himmelweiter Unterschied. Und setzen uns das Highlight hier noch hin. Ich finde, das sieht man im Video gar nicht so dolle immer, dass die da sind. Aber wenn man das dann am Tageslicht sieht, also hier vorne auf der Nase sieht man es natürlich deutlich. Aber am Tageslicht finde ich das, ja, sieht man wesentlich mehr. So, jetzt machen wir, ich überlege gerade, ob ich die Augen auch unterschiedlich machen soll, aber ich glaube, das mache ich nicht. Sondern ich mache die Augen heute, ja, meine Lieblingspalette im Moment, die ich mir selber zusammengestellt habe. Und zwar arbeiten wir heute mit diesem ganz hellen Ton und dem roten hier.
Der helle Ton ist der Relaxed und der Ostentations ist der dunkle Ton. Weil ganz so unterschiedlich müssen wir jetzt auch nicht aussehen. Hallo Peter, grüß dich, guten Abend. So, und dann gehen wir in den hellen Ton. Und tragen uns den auf, das bewegliche Lied auf. Und ihr seht schon wieder meine Farbe, sie glitzert schon wieder. Deshalb ist das ja auch meine Lieblingspalette. Das gleiche natürlich auf diesem Auge. Bisschen Farbe nachtanken. Bei diesen Metallic-Farben könnt ihr auch euren Pinsel oder euren Brush hier anfeuchten und könnt mit Rosenwasser könnt dann nochmal in die Palette gehen und dann nachzeichnen. Dann wird es noch metallischer, wobei ich finde, die so leuchten schon, dass ich das nicht brauche. Und jetzt gehen wir in die Ostentations-Farbe hier. Und tragen die uns, ja, ich muss mal gucken, hier hinten und hier oben ein bisschen auf. So, das Ganze macht man natürlich auch wieder wie immer auf dem anderen Auge. Und für alle, die jetzt dazwischen reingekommen sind und nicht wissen, was ich hier tue und sich fragen, warum ich so unterschiedlich im Gesicht aussehe. Wir haben auf der einen Seite mit der BB-Cream gearbeitet und auf der anderen Seite mit der Foundation. Jetzt werde ich das Ganze ausblenden. Und ihr seht, dieses Rot wird so ein bisschen braun, wenn es denn hier sich verbindet. Es ist so ein Rotbraun, ne? Also ich finde es hier mehr rötlich wie hier. Aber das liegt auch, wie gesagt, immer hier an meinen Lichtverhältnissen. Wie ihr das natürlich seht, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mir mal schreiben, ob ihr das auch seht, dass das hier rötlicher ist. So. Weil wir heute eh so krass drauf sind und ganz viele Unterschiede kennenlernen, zeige ich euch heute auch noch, wie ein dunkles Auge wirkt und ein helles Auge wirkt. Und wir werden auch mit zwei unterschiedlichen Mascaras arbeiten. Einmal mit dem braunen und einmal mit dem schwarzen. Kajalstifte habe ich schon, jetzt brauche ich nur noch den Mascara. Wo ist er? Ich habe ihn in der Hand. Auch nicht schlecht. So. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier ein komplett weißes Auge und hier ein komplett schwarzes Auge. Hat auch was von Halloween-Make-up, oder? So unterschiedliche. Akzente.
So, und ihr seht auch schon, wie beide Augen wirken. Das ist ja eh mein kleineres hier. Ne, sieht ganz anders aus, wenn da so ein ganz weißer, wobei, wie gesagt, ich setze immer hier vorne nur ein Stück weiß und hier hinten dann. Wenn ich Rottöne habe, setze ich mir die persönlich ja nur hier in den Augenwinkel. Normalerweise kann man das auch gerne hier ein bisschen drunter ziehen, aber das sehe ich aus wie so ein totes Kaninchen, das mache ich auch nicht. Ich zeige euch jetzt erst die braune. Ja, so. Die braune Mascara auf dem Auge und dann die schwarze hier. Wobei ich euch auch gerne noch unsere Dip and Draws zeigen würde. Jetzt muss ich nur gucken. Ich habe auch einen schwarzen und einen blauen. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich den blauen auf die Schnelle finde. Ja, habe ich. Dann würde ich sagen, wir setzen schwarz hier und blau da. Und fangen mit dem blauen an. Gibt es im Moment im Monatsangebot. Kann ich nicht oft genug sagen, ne? Fangen in der Mitte an. So. Und noch ein Tipp, wenn ihr so Schlupflider und so habt, lasst das Auge für einen Moment lang geschlossen, nicht wenn ihr es aufmacht, dass es da oben dran geht und ihr hier oben auch nochmal einen Lidstrich habt. Ne? Jetzt ziehen wir uns den schwarzen auf die andere Seite. Mal sehen, ob der mir genauso gut gelingt wie der. Naja, ihr seht, ich habe hier vorne mein Problem. Mir ist immer die Nase im Weg. So, und wo ich immer, wie gesagt, das Problem habe, den direkt auf den hier unten hinzukriegen, irgendwie habe ich damit nicht so viel Glück. Aber jetzt, so, hier hinten habe ich, glaube ich, zu früh aufgehört. So, und jetzt seht ihr mal, ein blaues und ein schwarzes Eyeliner-Auge. So, ich finde diesen blauen, der sieht immer so total knallig aus. Der holt nochmal so das Richtige aus dem Auge heraus. So. Und verleiht im Auge nochmal so eine richtige Aufmerksamkeit. Gut, Mascara. Jetzt muss ich nur gucken, braun ist hier. Braun lässt euch ein bisschen natürlicher aussehen. Ist, wie schon auch mal erwähnt, für brünette Mädels, blonde Mädels und rothaarige Mädels sehr, sehr gut geeignet. Brünett oder dunkelhaarige sollten den schwarzen nehmen, aber wenn ihr auch einen natürlichen Look haben wollt, dann könnt ihr auf den braunen zurückgreifen. Ich muss ehrlich gestehen, bevor
Monique das nicht rausgebracht habe, das war mein Mann, Gesundheit, habe ich noch nie braun benutzt. Aber ich muss sagen, mir gefällt er recht gut. Jetzt seht ihr gleich den Unterschied zwischen dem schwarzen. So, seht ihr das ein bisschen? Das eine etwas voller wird mit dem schwarzen, viel Hallo, hier bin ich, und das andere ist ein bisschen dezenter. Wobei, da habe ich mir wieder so ein Schmotzen oder wie sagt man dazu hingezaubert. Das mache ich jetzt gleich noch weg, in der Hoffnung, dass es schon trocken ist. So. Wie so ein bisschen zusammenkleben, kann man die auch noch mal ausbürsten. So. Und jetzt werden wir ganz krass auch unsere Lippen doppelseitig schminken. Ich muss nur gucken, ich möchte keinen Lipgloss. Ich möchte heute, glaube ich, zeige euch zwei Splashs, damit wir auch wieder ein bisschen im Monatsangebot bleiben. Und zwar werde ich, ja genau, ich werde heute den ganz roten verwenden und auf der anderen Seite den Babyrosa. Das ist der hier. Also die zwei Farben, also so rum. So, und die trage ich heute auf ohne Lippenpinsel. Aber mit hier unseren zwei Lip Linern. So, jetzt habe ich alles vor mir hoch. Jetzt habe ich die Kappe von dem verloren. Eieiei, egal. Rosa auf die hier. Es ist Zeit, mal wieder zu spitzen. Ich kämpfe so ein bisschen. So. Jetzt nehmen wir noch die andere. So. Dann fangen wir mit dem Rosanen an. Ihr seht, wie wahnsinnig viel Produkt da immer dran hängt. Und daher bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht doch den. Ich will in der Tasche der. Moment, Jungs und Mädels. In meiner Tasche und versuche den Lip Liner Stift zu finden. Nein, nicht den Lip Liner, sondern den Pinsel. Mensch, Meier. Und das ist, wie gesagt, immer so ein ganz kleiner Stift, der wahnsinnig gerne in der Tasche verschwindet. Monatskudo, schaut, tada! Kleines Stiftilein, wo bist du denn? Du kleines, feines Teil. Da ist er. Ganz unten lag er. Da, der Mini-Teilstift. Weil wir machen das jetzt doch mit dem Lippleinpinsel. Ich sage immer Lippleinpinsel. Nein, Lippenpinsel hier.
weil mir hängt da wirklich zu viel Produkt dran. So, das ist die eine Seite. Jetzt mache ich das schnell sauber. Jetzt kommt unser Rot. Sehr, sehr rot. Tada. Da hängt jetzt noch nicht so viel Produkt dran. Deshalb muss ich da ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen mehr dran gehen. So. Schaut mal, ist der nicht schön? Der hat so was Vampirmäßiges. Und jetzt habe ich euch wahnsinnig viele Produkte vorgestellt und gezeigt. Ich sehe aus wie so ein kleiner Clown. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch morgen einen tollen Arbeitstag. Genießt hier noch ein bisschen meinen Anblick, während ich meinen Pinsel hier sauber mache. Wir sehen uns morgen wieder, dann wie gewohnt mit einem normalen Tageslook und dann würde ich sagen, schraub hier noch den Splash zu. Denkt dran, Splash, Dip and Draw Eyeliner, eine BB Cream und die geile Tasche sind noch im Monatsangebot. Ach so, ja, wollte ich euch auch noch erzählen, bevor ich hier Schluss mache. Wir haben ja zum 6-Jährigen ein neues Parfüm rausbekommen. Und wer die anderen Parfüms noch nicht kennt und Interesse hat, wie die riechen, weil es sind leider nur 4 auf diesem Probenbekärtchen drauf, der neue Duft ist leider noch nicht drauf, aber ihr wisst nicht, wie die riechen, dann schreibt mir doch einfach, dass ihr so ein Teil haben möchtet. Ich schicke euch das zu und dann schaut ihr mal, ob ein Duft für euch dabei ist, der euch gefällt. Meine beiden Favoriten sind rosa, den habe ich selber, und den hier, der riecht sehr sportlich und der ist so ein bisschen etwas süßlicher. So, der hier hat so eine holzige Note, nein Quatsch, der hier. Und der neu rausgekommene besteht aus Kaschmirholz, Orchideen als Grundnote, lila Orchideen, ja genau. Und den dritten habe ich nicht im Kopf, aber ist eher ein herberer Ton. So, und jetzt räume ich hier nebenbei auf, merkt ihr es? Und jetzt machen wir auch Schluss. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und das war mein Look heute mit BB Cream und Foundation Cream und blauem Eyeliner und schwarzem Eyeliner. Das ist beides selbe auf den Augen als Lidschatten. Einmal helle Augenbrauen, einmal dunkle Augenbrauen. Hier einmal den Splash in rosa und einmal den Splash in rot. Und wir haben gearbeitet mit der Kontur. Einmal BB Cream Kontur und einmal Bronzer Kontur. Mit den Augenbrauen Highlights hier unten drunter aus der Augenbraue. Braunpalette in rosa und in cremefarben Gold.
haben gearbeitet mit dem Weißen. Kinders, mit dem Weißen à la Mode als Highlighter und mit dem Luminizer Stick hier und die Hälfte von der Nase als Highlighter. Gut, jetzt habe ich euch alles nochmal gesagt. Halbe, halbe. Macht's gut. Schönen Wochenstart wünsche ich euch. Tschüss.